Camper, Wohnmobil umbauen und ab geht's in den Urlaub. Aber wie muss ich jetzt mein umgebautes Wohnmobil Camper versichern? Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du heute wieder dabei. Gefällt dir mein Kanal hier oben links? Bitte abonnieren, da bist du immer up to date über das Thema Versicherung, Finanzen und Steuern. Nun, du hast dir deinen Traum verwirklicht, du hast dir ein Auto gekauft und hast den oder bist den aktuell am Umbauen zu einem Camper. Toll, ich gratuliere dir, ich freue mich schon auf dein Insta-Selfie, wo man deine Füße sieht und das Meer, ist ja ein Riesentrend. Finde ich wirklich toll, würde ich auch gerne mal machen, ich bin aber handwerklich überhaupt nicht begabt. Aber was ich euch auf den Weg geben kann, ist das Thema Versicherung, weil dort gibt es gewisse Fallstricke, die man beachten sollte. Fangen wir mal an, grundsätzlich mit dem Fahrzeug. Wenn du also jetzt aber ein Wohnmobil, das du mitziehst, mit Anhängerkuppel dabei hast, dann ist das in der Regel über die Autoversicherung deines Fahrzeuges vorne, das zieht mit versichert. Haftpflicht ist sowieso obligatorisch, Teil- oder Vollkasko, das ist dann up to you, wie du dich da versichern willst. Also das ist sicherlich einmal ein wichtiger Punkt im Grundsatz. Was du beachten musst, vor allem natürlich Parkschatten, könnte unter Umständen noch sehr interessant sein einzuschließen, vor allem wenn du herumrangieren musst mit deinem Wohnwagen. Jetzt der Punkt aber, umbauen in sogenannten Vans. Wichtig ist zu wissen, dass natürlich solche Sachen wie Holzverkleidungen, Bettkästen, Einbaukisten, Kaffeemaschinen, whatever, gehört nicht ins normale Fahrzeugzubehör. Weil, ja, es ist ein Wohnwagen, wohlverstanden, ein Wohnmobil, das du dir umbaust. Also das ist mal ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, die Karosserie grundsätzlich deckt die Autoversicherung, aber der ganze mitgeführte Hausrat, sprich natürlich das Ganze wie die Kaffeemaschine zum Beispiel, ist auch nicht versichert. Das heißt zum Beispiel persönliches Reisegepäck kann man über den einfachen Diebstahl auswärts bei der Hausratversicherung decken, aber grundsätzlich, was du Kaffeemaschine, Geschirr und so weiter, kannst du nicht versichern bei der Hausratsversicherung. Ist auch keine Außenversicherung, das geht wirklich nicht im Grundsatz. Das kannst du nur mit einer speziellen Zusatzversicherung abschließen, entweder Hausrat- oder Motorfahrzeug im Grundsatz, wo das wirklich geht im Grundsatz. Oder es gibt auch sogenannte pauschale Versicherungen, die im Grundsatz dann deinen Camper im Grundsatz so versichern, wie du das gerne hättest. Nun, interessiert dich dieses Thema und du sagst, hey, okay, das habe ich gar nicht gewusst und ich möchte das gerne mal gecheckt haben oder ich bin jetzt gerade am Umbau und will das sicher absichern, komm auf mich zu, wir schauen deinen Camper ganz genau an, holen für dich die besten Offerten rein und dann wirst du auch so gut versichert sein, dass alles, was versichert sein muss, versichert ist. In diesem Sinne, ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren vom Video. Und in diesem Sinne, wenn du es nicht bist, dann hoffentlich bald. Sei easyinsurance.ch und bis zum nächsten Mal. Ciao.